Man darf nicht warten, bis man Freiheitskampf Landesverrat nennt. Man darf nicht warten, bis aus einem Schneeball eine Lawine geworden ist. So hat es Erich Kästner bezeichnet und hat damit klar formuliert, dass man 1928 hätte dagegen aktiv kämpfen müssen, was 1933 dann als Menschheitsverbrechen seinen Lauf nimmt. Heute stehen viele Menschen zusammen und dafür bin ich dankbar, dass man nicht einfach nur zur Kenntnis genommen hat, dass es um irgendeine Ministerpräsidentenwahl in Thüringen gegangen wäre, sondern man darf Herrn Höcke, ja man muss Herrn Höcke als Faschisten bezeichnen und man muss aufpassen, wenn man mit Stimmen von Herrn Höcke und der AfD und dem Flügel in Thüringen sich zum Ministerpräsidenten wählen lässt, dann sind wir in einer gefährlichen Situation, weil man dann keine Brandmauer nach rechts mehr hat. Deswegen ist es gut und richtig, dass alle sich besinnen und miteinander darüber auch ins Gespräch kommen, dass ein Nie wieder immer wieder ein Nie wieder sein muss. Buchenwald und Dora, Auschwitz und die Verbrennungsöfen von Topf und Söhne mahnen uns, damit es ein Nie wieder ist. Wir stehen für viele, wir stehen gemeinsam, wir stehen für Vielfalt, wir stehen für eine bunte Republik, wir stehen für ein buntes Miteinander, wir stehen für eine Weltoffenheit. Und ich danke allen, die sich aufmachen und sagen, wir sind unteilbar. Danke dafür, danke für die Solidarität. Lasst uns fest unterhaken, dieses Land ist unser Land, dieses Land ist ein Land der vielen und ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Es darf nicht unter die Räder kommen. Danke all denen, die sich jetzt einmischen.